is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Gott besser kennenlernen. Das ist auch das ewige Leben, das ist dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Nur indem wir Gott hier kennenlernen, können wir uns darauf vorbereiten, ihm zu begegnen, wenn er kommt. Aber viele von denen, die vorgeben, an Christus zu glauben, kennen Gott nicht. Sie haben bloß eine oberflächliche Religion. Sie lieben Gott nicht. Sie beschäftigen sich nicht mit seinem Charakter. Deshalb wissen sie nicht, wie man vertraut, aufschaut und lebt. Sie wissen nicht, was Geborgenheit in Gottes Liebe ist oder was es heißt, im Glauben zu wandeln. Sie begreifen nicht, dass sie immer wieder empfangen müssen, damit sie andere bereichern können. Die Welt lernt Gott nicht durch Klugheit kennen. Viele haben schöne Reden über ihn gehalten, aber ihre Argumentation bringt die Menschen nicht näher zu ihm, weil sie selbst nicht in einer lebendigen Verbindung zu ihm stehen. Da sie sich selbst für weise halten, werden sie zu Narren. Ihre Gotteserkenntnis ist unvollkommen. Wir können nicht durch unser Forschen in Gott eindringen. Doch hat er sich selbst in seinem Sohn offenbart, der die Herrlichkeit des Vaters ausstrahlt und das genaue Ebenbild seiner Person ist. Wenn wir Gott kennenlernen wollen, müssen wir Christus ähnlich sein. Das Leben eines reinen Lebens durch den Glauben an Christus als unseren persönlichen Heiland vermittelt den Gläubigen eine klarere und höhere Vorstellung von Gott. Christus ist die vollkommene Offenbarung Gottes. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Gott können wir nur kennenlernen, indem wir Christus kennen. Und während wir ihn betrachten, werden wir in sein Ebenbild verwandelt und darauf vorbereitet, ihm zu begegnen, wenn er kommt. Jetzt ist es an der Zeit, sich auf die Wiederkunft unseres Herrn vorzubereiten. Die Bereitschaft, ihm zu begegnen, kann nicht in einem Augenblick erworben werden. Als Vorbereitung auf diese feierliche Szene gilt es, auf der Hut zu sein, zu warten und zu wachen und gleichzeitig tüchtig zu arbeiten. So wird Gott von seinen Kindern verherrlicht. Mitten aus ihrem arbeitsreichen Leben heraus wird man ihre Stimmen hören, wie sie Worte der Ermutigung, der Hoffnung und des Glaubens sprechen. Alles, was sie sind und haben, ist im Dienst für den Meister geweiht. Dadurch bereiten sie sich vor, ihren Herrn zu begrüßen. Und wenn er dann kommt, werden sie freudig rufen: Siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. The Lord is coming. Are you ready?